Ja, herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3, die PC-Vision, Versprecher. Mein Name ist Glabur. Ja, Grafik bis an den Anschlag gedreht. Ich habe vorher ein bisschen getestet, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Alles super, Leute. Sorry, wenn das Spiel ein bisschen spät kommt, aber ich habe halt auch andere Projekte noch am Laufen. Und Need for Speed ist Montag ungefähr die letzte Folge. Und aus dem Grund schmeiße ich heute schon Assassin's Creed fürs Wochenende für euch drauf. Nur PC bei mir, so wie gehabt und volle Leistung, alles was geht. Jawohl. Beliebige Taste, Einzelspieler. Dann neues Spiel beginnen. Wir nennen uns Let's Play. Oh, ja, ich trottel, ich soll doch mal das S drücken. Let's Play. Können wir da noch Glabur oder schreiben wir? Ach, wir schreiben hier einfach nur Glabur. So, fertig, bestätigen. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen, einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Die guckt uns an. Die will doch was von uns. Ho, 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 ho. Wir sind da. Thank you.
Gehen wir. So, dann laufen wir den mal hinterher, glaube ich, sollen wir. Auf jeden Fall wird jeden Tag um 17.30 Uhr eine neue Folge von Assassin's Creed 3 kommen. Heute die erste Folge wird auf jeden Fall 30 Minuten betragen, wenn nicht sogar noch länger. Ich weiß, dass es sehr viele Videoszenen jetzt kommen, daher machen wir das. So, dann gehen wir mal weiter. Nur zur kleinen Info, weil sie hier gerade nicht reden. Spätestens, im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Ich werde keine Videoszenen überspringen, etc. oder bla bla. Ich werde alles euch zeigen. Wenn ich Anhänger finde, die Assassin's Creed 3 mit mir gucken, können ja auch sagen, ob ich Zusatzmissionen machen soll und dies und jenes und nicht nur die Hauptmission. Okay, jetzt höre ich mal auf zu quasseln und wir zocken jetzt mal. Gucken uns hier mal um. Sieht schon sehr cool aus alles. Oh, so können wir laufen. Diese Effekte lecken mich am Arsch, Mann. Ich glaube, wir sind da. Oh, dann haben wir unser Würmchen verloren. Können wir das wieder aufheben? Nö, anscheinend nicht, okay. Man sieht, dass ich wirklich nicht vorgezockt habe. Nur ganz kurz ausprobiert, ob der Ton passt. Ich hoffe, dass das wirklich passt alles. Was hat er gemacht? Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie?
Juno, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Okay, wir sollen jetzt zu der Markierung. Ich möchte noch... Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Na gut, ich habe die anderen Assassin's Creed Reihen auch gespielt, also mit der Steuerung wird sich wohl nichts Großartiges verändert haben. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Achso, ich spiele mit Maus und Tastatur natürlich, seht ihr ja auch unten. Richtiger PC-Zocker spielt nur damit. Nein, Scherz beiseite. Ist jeden selbst überlassen. Ich finde Assassin's Creed mit Tastatur und Maus astrein. Darüber? Ja, gehe ich mal von aus. Hüps. 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 Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Oh. Okay. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Für eine Luftattacke aus. Halte gedrückt. Ja, macht er doch nicht. Ah. Hohohoho. Hey, Alter, hast du Asphalt geküsst? Hier musst du nur über den Abgrund springen. Das fand ich jetzt. Über den Abgrund springen? Da nicht lang. Ich gehe mal davon aus, hier. So, so. Ja, wie gehabt, ich bin nicht der große Vielquasler. Aber halt, ich probiere es so gut wie ich kann. Dahin. So, schätze ich mal, schwingen. So. Ja, ich kenne alle anderen Assassin's Creed rein und es ist wirklich eins der geilsten Spiele für den PC in diesem Bereich. Okay, was passiert jetzt? Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Okay. Baut sich alles vor uns zusammen. Wie cool, Leute. Guckt euch das mal an. Echt genial. bevor ich jetzt weiterrenne, möchte ich hier mal ganz bekannt geben. Ihr könnt mir auch mal Spiele empfehlen, die ich spielen soll oder so. Also wäre cool. Also bin ich ganz ehrlich. Und es gibt jetzt, ich bin jetzt auch bei Facebook, die ist bei YouTube verlinkt, die Seite. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Also nochmal kurz, die Facebook-Seiten stehen unter jedem Video, unter den neuen Videos zumindest, bei Twitter genauso. Und ja, zu mir wurde gesagt, ich soll unbedingt YouTube Facebook machen und das habe ich jetzt gemacht. Ja, könnt ihr ja mal draufklicken. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Oh, wie geil die Grafik aussieht. Wie gesagt,
alles, was geht. Höher geht die Grafik nicht. Ladies und Gentlemen, und ich spiele auch nicht auf, Full HD, sondern über Full HD, weil ich spiele 1900 mal 1200. Also ein bisschen mehr wie Full HD. Also was sollen wir jetzt hier machen? Hier entlang, bitte. Achso, da ist der grüne Punkt. Sorry, ich habe ihn übersehen. Achso. Verzeiht bitte. Wir müssen uns hier durchdrängeln. Platz hier, sonst pups ich. Ist schon cool. Oh. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, es beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Drücke V, um die Adleraugen zu aktivieren. Ja, machen wir doch mal. Da haben wir ihn. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. So, Black Mall at Sick Word of Trial comes on in the afternoon. Ein abgelegener Ort zum Klettern finden. Okay. Er hat uns da ja gerade die... Lol, er drückt ihn einfach wieder hin. Er hat uns ja gerade die Leiter gezeigt. Na komm, geh. Hier lang. Müssen hoch. Da lang. Kuckuck, ihr Schweine. Hey, lass das. Hey, du. Lass das. Ist nicht witzig. Ganz schön hochnäsig alle. So. Ich glaube, wir sind da. Oh, was kommt jetzt? Schloss knacken. Die Maus nach links und rechts bewegen, um den richtigen Winkel zu finden. Die Spannung zu halten. Oh, da war schon irgendwas. Nach oben und nach unten bewegen, um die richtigen Winkel zu finden. Wiederholt die Maustaste und drücken um den Schalter. Oh mein Gott! Ich glaube, so war das früher nicht. In den anderen Teilen. So. Da müssen wir rüber. Ich glaube, dass wir hier mit... Schwung. Ah, oh. Oh. Hops. Hä? Geht doch da hoch. Achso. Boah, schon wieder. Heilige Kacke. Entschuldigung für den Ausdruck, aber. Ein bisschen höher. Dahin. Ups. Aber bis jetzt ganz einfach. Aber wir wissen ja alle, Assassin's Creed wird ja später erst. Hey,
gekommen. Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Dass es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Linke Maustaste, okay? Was jetzt mit dem Kind? Oh, ich wollte schon sagen, ey. Leertaste, um schneller zu gehen. Ja, mach ich doch. Muss ich mal tippen. Ne, fast halt. An der Binnenseite. Schnell! Ruhe, bitte. Da drüben. Der hat den Vorgang. Der Mann dort. Ergreift ihn. Ergreif ihn. Oh, ey. Getötet worden. Aber ich habe nichts getan. Ich schwöre. Verzeiht bitte, Madame. Ich dränge mit jemandem. Leute zur Seite. Ich will jetzt hier auch nicht durchrennen, weil ich glaube, wenn man schneller geht, hat man ja größeren Verdacht. Was machen diese Männer da drin? Wir müssen sofort gehen. Hier ist ein Mörder. Ich bleibe wohl sicher. Ruhe! So bewahrt doch Ruhe! Los, Bewegung! Komm, hey. Ochse! Wohin wollt ihr? Der schubst mich, ich schubst zurück hier. Geht ja gar nicht. Wenn du jemanden findest, ruf mich. Oh, oh, jetzt passiert doch mit Sicherheit irgendwas. Nö. Oh. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Ich hoffe wirklich, dass der Ton nicht zu leise ist, Leute. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre. Eine tödliche Vorstellung.
tödliche Vorstellung, mein Gott. Escape, um Fortschritt zu sehen. Zielperson Royal Oberhaus eliminiert. Okay. Was passiert jetzt? Ah. Atlantischer Ozean, Tag 2. Oberdeck gehen. Ja, gut, machen wir. Was sind denn hier diese anderen da, diese Zeichen? Mal noch mal gucken. Intrigieren. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Okay, da ist noch irgendwo einer. Das hören wir uns jetzt erstmal an, würde ich sagen. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Haytham Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Aha, okay. So, haben wir wenigstens ein paar Informationen bekommen. Müssen wir hier jetzt schon hoch? Weil da sieht aus, als wenn es zu wäre. Okay. Ein Spiel spielen? Ach kommt, Leute, wir spielen mal ein Spiel. Man nimmt an dem Es wird ein Spielbrett mit 9 Reihen, je 5 Felder mit sich übereinander schneidenden Linien gespielt. Jedes Spiel setzt 220 weiße und schwarze Steine auf das Brett und versuchen dann gegnerische Steine zu schlagen, indem er seine Steine entlang der Linien entweder auf den gegnerischen Steine zu oder von ihm wegbewegt. Schlagen Sie alle Steine des Gegners. Regen. Schlagen Sie die gegnerischen Steine, indem Sie auf sie zu oder von ihm wegziehen. Wenn ein Stein geschlagen wird, werden gleichzeitig alle unterbrochenen auf derselben Linie hinterliegenden Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf benachbarte Linienfelder ziehen. Wenn es eine Entfernung eines gegnerischen Steins möglich ist, einen gegnerischen Stein zu schlagen, kann der Spieler so lange Züge verknüpfen, um weiter, bis er nicht mehr schlagen kann. Ein Stein darf innerhalb eines Zuges nicht zweimal auf derselben Feld gezogen werden. Fortsetzen. Den ersten Zug machen, ja. Bestätigen. Benutzen Sie die Cursor, um auszuwählen. Ich habe zwar taktische Ansehen. Taktisch ansehen?
Ach so. Benutzen Sie die Cursor. Ah. Abbrechen. Das geht also nicht. Hä? Ich will auch den Stein auswählen. Leer. So. Und dann bewegen. Aha. Bin ich jetzt noch... Achso. Ich habe das Spiel nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum darf der so oft ziehen? Ach, weil der im Kreis läuft. Okay. Verstanden habe ich das trotzdem noch nicht. Da oder dahin. Okay. Ich darf noch mal. Okay. Ich darf noch mal. Oh Gott, jetzt haben wir aber abgeräumt. Okay. Ich glaube, er hat gewonnen, oder? Da habt ihr mich. Ja, da haben wir die Runde gewonnen. Hat er doch zumindest gerade gesagt. So weitergeht, ist der Sieg nah. Hä? Noch jetzt auf ihn zu. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber egal. Wir gehen jetzt mal dahin. Ich glaube, dass ich nur auf den schwarzen Linien laufen darf, hauptsächlich.
Ah, jetzt hat er gewonnen, auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich das Spiel aber auch verstanden. So. Ja, ich würde sagen, wir haben zwar schon 34 Minuten, aber wir machen trotzdem mal weiter. Oder ne, kommt. Wir machen mal. Ne. Komm, hier oben wird ja auch noch irgendwas sein. Da sollen wir lang. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaß, nicht was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Ja, mal gut, dass sie die Stopp gedrückt haben. Halt dich da raus. Wir sollen hier halten. Hey. Was haust du mir jetzt? Gibt's hier auf die Mömmel? Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Oh! Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Das war nicht. Na los, Bruder! Gebt ihr auf? Niemals! Wie okay, gefällt besser. Euch das jetzt? Was muss ich machen? E, um zu kontern und Angriff mit Leertaste entwaffen. Okay. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Ohohohoho, ist euer fast Messer. Okay. Ich bin der Meinung, ich unterbreche, werde rendern und werde dann hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der ersten Folge von Assassin's Creed. Ging zwar 37 Minuten, aber ich finde, es ist nicht schlimm. Bitte Kommentare schreiben, ob der Ton zu leise, zu laut, ob es passt, ob alles okay ist. Alalala, so wie Standard. Bis dahin, man hört sich beim nächsten Assassin's Creed 17:30 Uhr jeden Tag bei Glabur auf dem Channel. Vielen Dank und Ciao, Laui.